Lukas Musculus, Sie sind heute Meister in der Regionalliga geworden. Was ist das für ein Gefühl? Ja, super Gefühl. Haben wir uns hart erarbeitet, war ein langer Weg. Und mit den Fans hier zu feiern, das war unser Traum und das haben wir Gott sei Dank geschafft. Sie haben mit 18 Toren selber dazu beigetragen, dass Sie da oben stehen. Hatten Sie sich so viele Tore erhofft oder gewünscht? Ja, gewünscht auf jeden Fall, erhofft auch. Ja, am Anfang sah es nicht so aus, dass ich so viele Tore machen könnte. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass ich das kann und ja, ich habe es unter Beweis gestellt. Was macht den KFC in dieser Saison so aus, dass er oben steht? Ich denke zum einen die Qualität, die wir haben in unserem Kader, dass wir untereinander das anderen auch gönnen, dass wir ein super Trainerteam haben und ja, mit Mikael Pomare im Vorstand natürlich auch ein Mann hat, der voll hinter dem Projekt steht und das Ganze ermöglicht. Jetzt geht's gegen Waldhof Mannheim, die haben heute gegen Ulm 2-0 verloren oder 0-2. Wie sind die Chancen gegen Mannheim? Ja, das Relegationsspiel sind 50-50 Spiele. Du musst dir vorstellen, die haben auch die ganze Saison ja, meistens gewonnen, sind Zweiter geworden in einer auch nicht so einfachen Liga. Ja, wird man sehen, aber ich bin sehr zuversichtlich. Heimvorteil wird wahrscheinlich nicht sein in der Relegation. Macht das der Mannschaft viel aus? Ja, viel ausmachen, weiß ich nicht, aber wir hätten schon sehr, sehr gerne hier gespielt, weil wir jetzt zu Hause sind. Auch für die Fans ist es natürlich sehr besonders, zu Hause zu spielen. Wir sind hier ungeschlagen, deswegen hätten wir den Vorteil natürlich gern genutzt hier. Ihr Tipp für die Relegation, wie wird es ausgehen? Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen, aber ein Tipp, kann ich nichts sagen.